Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi und das ist der Mark Hagenbeck. Hallo. Mark Hagenbeck ist in the house. Uiuiui. Der Mentalist und Gedankenleser. Ja. Hallo. Wir haben heute den 4. Dezember und am 4. Dezember hat der Mark sich gedacht, Mensch, da präsentiere ich doch mal ein prominentes Geburtstagskind. Ja, und was für eins. Ja, was denn für eins? Ja, was denn für eins? Die Tyra Banks hinter uns, sieht man sie? Tyra Banks, geboren am 4. Dezember 1973. Prominentes US-amerikanisches Supermodel. Also ein Schnittchen, ne? Liebe Tyra, wenn du mich hören kannst, ich weiß, du verfolgst ja alles, was ich so tue. An dieser Stelle alles Gute. Ja, was lacht er? Ja, Tyra Banks wird sich auf jeden Fall melden. Tyra, wenn du möchtest, dann schreibst du jetzt hier in die Kommentare rein und sagst, wie du Mark Hagenbeck findest. Bitte melde dich doch mal, Tyra. Ja, genau. Am 4. Dezember 1924 wurde in Berlin die erste deutsche Funkausstellung eröffnet. Ui. Ja, also wir haben jetzt hier ein Bild von der Funkausstellung, das ist nicht aktuell. Also das war nicht 24. Das war nicht 24, genau. Ach so. Aber 1924 wurde die erste deutsche Funkausstellung am 4. Dezember eröffnet. Aber du hast noch einen Fakt des Tages. Ich habe noch einen Fakt des Tages. Jawohl. Und zwar, die Rechenleistung für die erste Mondlandung und für den ersten Gameboy war identisch. Das heißt, in der ersten Mondfähre steckte genauso viel Technologie drin wie im ersten Gameboy. Ach so, im Ernst? Im Ernst. Ja, siehst du, die sind mit so einem Ding, ne? Sind die auf den Mond geflogen. Mit dem Gameboy auf den Mond geflogen sozusagen. Wenn ihr mehr erfahren wollt über Angeberwissen, dann müsst ihr morgen wieder reinschalten, wenn es heißt 5. Dezember, Daily. Ich erzähle auf euch. Ich auch. Cheerio, Miss Sophie. Macht's gut, Leute.